Ja, und jetzt geht es darum, dass wir bei unserem ganzen Produktangebot, ja, die Marken, die von Herbert sind, ist es ein bisschen schwer, so den Überblick zu behalten. Wir fangen jetzt erstmal damit an, so Du kannst mich kurz. auch fragen, welche Lieblinge ich bei Marie und Ja, Lieblinge aber das. Also, ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt. Erste Marke ist Lorenzo Villoresi. Ja. Welches Parfum? Lorenzo Villoresi, hier Wo oben in der Honigwabe. Ach so, okay. Das heißt, wir müssen die so ein bisschen. Ja. Was ist bei Lorenzo? Also, ich kenne mein Lieblingsparfum von Ich glaube, Lorenzo. Mate. Ja, aber Marta, genau. Was ist bei dir, wo du sagst, das wäre der Duft, der der beste Duft ist. Also jetzt, der beste Duft von Lorenzo Villoresi ist sicherlich Don de Neige, aber das ist natürlich eher feminin angehauchte Geschichte. Aber wo ich sagen würde, was ein Duft ist, der etwas underrated ist bei Villoresi und der eigentlich auch nicht so von der Typologie so beliebt ist, aber meiner Meinung nach einfach, ich würde mal sagen, zwei. Das eine ist Alamut. Alamut ist Ist eine rot. extreme komplexe orientalische Komposition. Ja, Das kannst du wirklich einmal so, nehmen. genau. Welchen noch? Und das andere ist Acqua di Colonia. Das muss ein blauer sein. Aqua di Colonia. Ja, und zwar, es ist ein Cologne. Ne? Ganz klassisch, wie man es kennt. Eau de Cologne. Typisch, Bergamotte, bisschen Rosmarin und so weiter, aber in einer perfekten Form. Nur natürliche Inhaltsstoffe, Ja. weil das sie lässt sich da bewerkstelligen. So sieht das Ganze aus. Und für mich das beste Cologne, was es gibt. Jetzt sind wir erstmal bei Alamut. Alamut, wofür steht Alamut? Alamut ist Name einer Oase. Und in der Oase, was ist da alles? Das sind natürlich, ist ja was in der Wüste, aber sehr opulent. Das sind opulente Das ist aber heavy, Pflanzen. ne? Ja, das sind sehr viel ist Vegetation, auch Blüten und so weiter. Dann kommen natürlich die Besucher, da kommen meistens Pferde, Kamele und so weiter. Sie haben diese animalischen Sachen da. Also, es ist so eine Mischung zwischen Animalik, sehr viel florale, tiefe Noten, sehr fruchtige Noten, so eingelegte auch. Sehr, sehr spannender Duft, Super ne? Duft. Auch für abends. Genau. Also, wenn man, also, es ist so einer ein bisschen underrated, denn es ist unterm Radar. Aqua di Colonia, ich glaube, Ja. den habe ich noch nie probiert. Ja, das ist ein ganz klassisches Also. Cologne. Ganz klassisches Cologne, aber für mich das Cologne schlechthin. Wenn ich jetzt so ein Cologne nehme. Oh, da kommt mir Ganz. direkt, das ist Ja, Italien, ne? Das, das ist also, wenn du sagst, okay, Kölnisch Wasser, was willst du, was will Acqua di Parma, alles, was du sagen willst. Aber das ist für mich das beste Cologne, was ich kenne. Mit Tiefgang, mit Opulenz und trotzdem ein Cologne. Also Also sehr, sehr absoluter zitrische Geheimtipp. Noten. Wenn jemand ein Cologne will, das Acqua di Colonia. Also gerade jetzt, wenn man ein Fan von vielleicht auch Acqua di Parma ist und Ja, sowas, ne? genau. Diese Also es ist eine Duftrichtung. ganz andere Performance. Also es ist viel kräftiger, als wie Acqua di Parma ist und so weiter. Muss ich sagen, Duft geht immer. Also also es der überzeugt mich ja. tatsächlich. Ne? Ohne Spaß. Ist auch preislich, muss man sagen, glaube ich, nicht Ganz so konkret. teuer. Aber Ne? ich hoffe jetzt nicht, dass so viele bestellen. Habt ihr da Ich was? habe nicht so viele von dem, weil der eigentlich nicht so geht. Aber das finde ich ja so schade. Also ich meine, Okay. ich habe jetzt nicht das rausgewählt, wo wir viel haben, weil ich liebe den Duft. Ich habe den zu Hause. Ich trage den auch im Sommer regelmäßig. Aber es ist so ein Duft, der ist nicht so diese Aufmerksamkeit verdient. Es ist ein Cologne, das ist schon klar. Aber es ist für mich das beste Cologne. Wenn jemand, bevor jemand irgendein Acqua Parma oder irgendein sonst ein Cologne irgendwas kauft, gibt es ja viele von Guerlain Ja. und was auch immer, würde ich sagen, nimm den. Das ist wirklich, das ist das Lorenzo Beste. Villoresi steht auch immer noch der Besuch aus. Da, ne? Wollten wir Ja. nochmal ein Colabo-Parfum machen. Genau. Dann gehen wir mal weiter. Hier in dem Also Fenster. es gibt ja eine Marke da, die ich nicht so gerne sehe. Ich weiß nicht, was das ist mit dieser Marke. Ich weiß nicht, warum, aber da kommen wir gleich noch zu. Also, Ja. wir haben einmal Histoire de Parfum. Eigentlich, also This is not a blue bottle 1.2 ist in der Top 5 dabei. Also das hier Ja. ist ein Duft, der schon mit der beliebteste, wahrscheinlich der beliebteste aus der gesamten Linie ist. Ja. Sehr, sehr junge Ja, Duft-DNA, absolut. dynamisch und für Leute im Office, im Alltag ist. Super Preis-Leistungs-Verhältnis auch. Also es ist ja, wie gesagt, Es es gibt auch sind kleinere kleine Düfte. und so. Das ist einfach eine tolle, wirklich eine tolle Marke für alle. Da muss man sich keine Gedanken machen wegen dem Sehr Preis. kommunikativer Duft Genau, auch. ja. Also wirklich ganz, Ja. ganz, ganz, ganz toll. This is not a blue bottle 1.2. Ja. Schaut da gerne mal in die Duftbeschreibung. Das ist natürlich alles so ein bisschen, also da könnte man jetzt wahrscheinlich wenig Nee, raus. das ist so nicht. Das ist ja nicht Nee. wenig rauslesen. Ich weiß gar nicht, was das bei Aber wir lassen es 1.2. bei dem einen, aber es ist noch der Jules Verne. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer das ist vom Jahr, aber man kann das ja irgendwo nachschauen bei dir auf der Seite. Da steht ja, wo Ja. der Jules Verne ist. Ja, von daher, das ist 1.2, die Duftempfehlung Super. von Histoire de Parfum von dem Dufthaus. Entwickelt sich auch sehr, sehr gut weiter. Soll ich dich einführen in Jean Poivre? Soll Ja, ich dir also nachher. erklär mal die Kollektion. Also, die Kollektion ist super. Die Ja. Düfte sind super. Jean Ja, Poivre, jede ja. Duft-DNA, guck mal die Ja, Flaschen. ja, ja, Das ist ja. die Aufmachung. Jean Ja. Poivre, guck mal auch die Namen. Mysterious Garden. Ja. Patrick, bitte sag was. Die Ja, Düfte sind doch das ist super. gut.
Sie sind wirklich gut. Ja, hast du sie gerochen? Ja, klar. Ja, klar? Ja, ja, sicher? Klar. Ja, nein, okay, klar. Also ja, die sind schon, also auch der Schwarz und so, also die sind schon... Ja, was? Ja. Night of Rain and Stars. Ja, ja, es ist, ja. Was hast du gegen die Marke? Ja, nichts, das ist nichts. Das ist eine Schande, dass die hier im Regal ist. Ja. Ja, ja, klar. Ist doch gut, ist doch gut. Natürlich, klar. Das ist, muss ich sagen... Absolute Top Standard Douglas Qualität. Boah! Hör nicht auf ihn. Nein. Wir machen weiter. Wir fighten hier. Also jeder hat seinen Fan. Also es ist so, ich mache nur Witze. Also macht es keine Sorgen. Also es ist kein Bashing von der Marke. Wir machen weiter mit Benessere. Also du meinst, es gibt nach dem noch was. Benessere, was, wenn jetzt jemand davor steht und sagt, boah, Benessere, gute Duftpreis-Leistung. Ja, also wenn wir jetzt von der Basislinie rausgehen und sagen, okay, ich nehme jetzt die Basislinie, weil die 100 Euro kostet, 100 Milliliter, ist natürlich eigentlich unschlagbar. Da ist natürlich Salaria, muss man rausnehmen. Salaria ist das? Also es ist ein Meeresduft, wie der Name schon sagt, Salaria heißt eben so Salz, ist ein Meeresduft. Die Meeres-DNA ist so eine DNA, die sehr bekannt und sehr beliebt ist. Hat so diese algige Meeresnote, salzige Meeresnote, so wie das Meer riecht eben. Urlaub auch. Es gibt auch negative Eindrücke. Ich werde es nie vergessen, dass irgendjemand gesagt hat, also dieser Typusduft riecht wie eine nasse Badekappe, die man eine Woche in der Tasche vergessen hat. Wir wollen ja verkaufen, aber, ne? Also ich weiß nicht, was als erstes. Das ist eine heftige Duft-DNA. Ja, ja. Das heftig. Das ist einfach, man muss sich vorstellen, man ist am Meer. Es ist, Top-Sonne, sondern es ist eher abends. Oder es hat gerade geregnet, was auf dem Meer vorkommt. Oder es ist eher so Herbst, Winter, Meer. Und dann hat man diesen Geruch, dieses ozonige, salzige, ein bisschen algige, die es einfach am Meer kommt. Wenn Paolo jetzt hier wäre, würde er noch sagen, alle Düfte können mit allem gemixt werden. Sag mal was dazu. Benessere. Ja, man kann natürlich die layern, dafür sind die eigentlich auch gemacht, dass man die layern kann mit verschiedenen Sachen. Nero Nepal. Genau, mit Nero Nepal zum Beispiel und so. Ich finde, das Layern ist eine Sache, man kann viele Düfte layern. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, die sind jetzt nur zum Layern und die anderen kann man nicht layern. Bei manchen macht es Sinn, bei manchen macht es nicht Sinn. Es macht Layern nicht immer Sinn. Man muss es probieren. Man probiert es und wenn die Kombination besser ist, macht es Sinn. Und wenn die Kombination nicht besser ist, macht es keinen Sinn. Aber man kann jetzt sagen, die eignen sich. Man kann eigentlich, habt ihr vorher Naxos mit Argento gelayert? Naxos Argento, heftige Kombination. Genau, aber das muss besser sein. Also wir haben heute Morgen zum Beispiel, wir haben heute Morgen präsentiert Berserker mit 40 Knots. Ja. Das hat so ein bisschen was Süße mit reingebracht. Ja, das ist klar. Ne? Also von Benessere haben wir Salaria als Duftempfehlung. Jetzt machen wir weiter, gehen wir über zu Clive Christian. Ja, also bei Clive Christian würde ich jetzt sagen, für die Klassiker 1872 ja, und für die jungen Wilden Blond Amber oder Hedonistik. Ja, müssen wir einmal suchen gerade. Aber wir nehmen jetzt mal den Blond Amber. Blond Amber ist der Kirkenkiller, habe ich den genannt. Das Blond Amber ist da. So, ich muss sagen, natürlich preislich ist es schon nochmal ein anderes... Wie wir vorher gesagt haben, das ist Rolls-Royce. Das ist jetzt die Frage, welches Modell von Rolls-Royce das ist. Das ist der klassische Phantom. Ja. Ja, sehr, sehr schöner, frische Duftkomposition, wahrscheinlich einsetzbar immer. Ja. Also den trägst du immer. Geschichte. Und das hier ist der, wie heißt der, das SUV von Rolls-Royce? Cullinan. Cullinan, das ist der hier. Also den Duft habe ich oft angepriesen. Blond Amber ist, ich weiß, Leute, es ist teuer und es kostet viel Geld, aber wenn ihr jetzt noch ein bisschen jünger seid und ihr habt das Geld, Blond Amber ist... Das ist es leider. Das ist weg, ja. Das ist doch geil. Da brauchst du mit nichts anderem mehr zu kommen. Nee. In dieser süßen Variante, gerade diese junge Mixtur und so, alle die Naxos, Erbapura, Kirke und so feiern, da geht die Post ab bei denen. Ja. Also das ist auch ein Release, der noch nicht so lange da ist. Ja, super. Aber sehr, sehr gekonnt. Ja. Toller.